Wenn man das grob zusammenfasst, beschäftigt sich der Associate oder auch Praktikant letztlich in seiner Tätigkeit sehr viel mit Datenanalyse. Also die Big Four ist wahrscheinlich trotzdem für die meisten von euch ein Begriff, sind die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf diesem Planeten. Daneben gibt es noch die sogenannten Next 10. Genau, ich würde auch ganz klar empfehlen, sich da frühzeitig auch mit zu beschäftigen, sich diese IT-Skills anzueignen, gerade für die Leute, die vielleicht ganz am Anfang des Bachelors schon stehen. In diesem Video geht es um den Arbeitsalltag im Transaction Services bei den Big Four. Dazu habe ich hier den lieben Yannick neben mir. Yannick, vielen Dank, dass du die Spaßzeit zur Verfügung gestellt hast. Grüß dich. Danke für die Einladung. Yannick, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir direkt damit beginnen, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst. Was hast du bisher so gemacht? Wo hast du studiert? Wie bist du jetzt zu den Big Four gekommen? Und dann gehen wir wirklich all detail in die Big Four hinein, weil die Big Four natürlich auch ein großer Wunscharbeitgeber für viele Leute sind, wo Leute Praktika machen wollen, dass wir da jetzt mal wirklich first-hand Insights bekommen, wie es denn dort ist, dort zu arbeiten. Genau, also mein Name ist Yannick Maurer, ich bin deutsch-französischer Student, habe in Paris studiert und Mainz studiert, im Bachelor ganz klassisch Vivi studiert, danach im Master Accounting und Finance. Habe erst im Banking angefangen, in Paris zu arbeiten, dort sowohl im Real Estate Finance als auch im DCM. Und bin danach nach Frankfurt sozusagen ins Transaction Services rein und dort schon seit 1,5 Jahren tätig. Mhm. Und du bist jetzt gerade am Ende von deinem Master und dann wirst du dann final einsteigen. Genau, ich habe gestern tatsächlich meine Masterarbeit abgegeben, endlich. Das heißt, Haken dran, check. Und ich fange ab 1.10. dann tatsächlich als Associate an. In welchem Geschäftsbereich wirst du dann genau anfangen? Genau, also im Transaction Services fange ich im Bereich Financial Due Diligence an. Mhm. Und dort habe ich jetzt bereits auch schon 1,5 Jahre gearbeitet und habe mich da sehr wohl gefühlt, habe mich mit den Teams und Leuten sehr gut verstanden und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass das für mich auch der optimale erste Werdegang ist. Okay, dann lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen erstmal rauszoomen. Vielleicht mal einmal ganz kurzer Überblick, was sind überhaupt die Big Four, falls das eine Zuschauerin und Zuschauer noch gar nicht sagt. Dann einen Step tiefer rein, was genau gibt es da für Geschäftsbereiche von den Big Four. Dann einen Step tiefer, was ist Transaction Services und dann einen Step tiefer, was genau machst du dort? Genau, sehr gerne. Also die Big Four ist wahrscheinlich trotzdem für die meisten von euch ein Begriff, sind die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf diesem Planeten. Daneben gibt es noch die sogenannten Next 10, das sind die 10 weiteren kleineren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. So eine klassische Big Four teilt sich in 2 große Geschäftsabschnitte. Das eine ist die Wirtschaftsprüfung, die Prüfungstätigkeit im Sinne der Abschlussprüfung und das andere ist die Beratungstätigkeit. Die Beratungstätigkeit ist sehr vielseitig. Wir haben sowohl Technologieberatung als auch natürlich, was für euch natürlich auch sehr interessant ist, den sogenannten Deals-Bereich oder Transactions-Bereich. Dort gibt es sozusagen die ganze Facette an Corporate Finance-relevanten Themen, sowohl Recovery Services im Falle von Sanierung und Abwicklung, als auch die ganz klassische M&A-Beratung. Mhm. Und mein Themenbereich ist die Financial Due Diligence, sozusagen die M&A-Beratung, wo wir Finanzdaten von Unternehmen analysieren, Werttreiber ermitteln, auch Chancen und Risiken uns anschauen und letzten Endes unserem Kunden einen Mehrwert schaffen, indem wir Sicherheit geben und Transparenz schaffen, wenn es um die Kaufverhandlung, wenn es um den Kaufpreis geht. Also es geht quasi, der Prozess ist sozusagen so, ein Unternehmen, sagen wir mal ein Industrieunternehmen, möchte einen Geschäftsbereich oder ein anderes Unternehmen übernehmen. Ja, und dann geht man quasi auf euch zu und sagt quasi, okay, wir würden gerne dieses Unternehmen überprüfen. Ja, könnt ihr da mal schauen, was das wert sein könnte oder wie würdest du so eure Rolle in diesem großen Prozess beschreiben? Genau, also unsere Rolle in diesem gesamten Transactions, ganzen Deals-Prozess, ganzen M&A-Prozess, um das größere Bild zu malen, ist, wir sind quasi im Fokus der quasi finalen, sagen wir mal Etappe, wenn es schon darum geht, in der nächsten Zeit einen Kaufpreis zu ermitteln. Und müssen uns darüber im Klaren sein, dass es ein sehr schneller Prozess ist, dass es ein sehr entscheidender Prozess ist, sowohl auf Buy-Side als auch auf Sell-Side.
Und wie du schon richtig sagtest, es sind Industriekunden, die kommen. Es sind aber auch vorrangig Private Equity Firmen, die ja, deutschlandweit, europaweit auch einen ganz klassischen Buy-and-Build-Ansatz fahren. Also es sind sehr interessante Kunden, die wir haben, die sich ja sehr damit beschäftigen, wie soll es strategisch weitergehen. Und deswegen ist auch eine der ja, wichtigsten Eigenschaften der Due Diligence nicht nur die Sicherheit und die Transparenzschaffung, sondern vor allem auch die Value Creation, also die Wertschaffung letztlich. Was genau sind denn jetzt deine Aufgaben? Also sagen wir mal, ein typischer Arbeitsalltag, jetzt machen wir mal die Ausnahme Corona weg. Wie würde ein typischer Arbeitsalltag von dir aussehen? Was genau sind deine Aufgaben als Associate vielleicht auch? Wie sieht so ein typischer Tag, so eine typische Woche für dich aus? Genau, also ich hatte ja bereits als Intern dort gearbeitet und als Werkstudent und ja, wenn man das grob zusammenfasst, beschäftigt sich der Associate oder auch Praktikant letztlich in seiner Tätigkeit sehr viel mit Datenanalyse. Das heißt, er kümmert sich darum, dass die Daten aufbereitet und verwertet werden, dass die Daten kohärent sind, dass die Daten stimmig sind, dass die Daten auch in einem Layout-Format sind, letztlich, dass dem Kunden entsprechend auch veranschaulicht werden kann. Und ja, schafft sozusagen Transparenz auch über gegebenenfalls Verträge. Das können Mietverträge sein, das können Leasingverträge sein. Es gibt da ein Riesensammelsurium an Datenmasse, die ein Praktikant, ein Werkstudent, ein Associate erstmal analysieren muss. Man hört das relativ häufig, dass ja, Due Diligence ist hauptsächlich Datenraumaufräumerei. Ich würde sagen, teilweise schon. Es gehört schon dazu, dass man eine, ja, sagen wir mal, eine sehr gute Struktur in seinen Daten hat, weil erst dann ist quasi eine sehr gute Due Diligence am Ende sozusagen erfolgsversprechend, denn es ist wie mit einer Bachelorarbeit, es ist wie mit einer Masterarbeit, eine gute Struktur macht auch am Ende eine sehr gute Arbeit letztlich. Und damit machen wir quasi im ersten Schritt immer sehr viel Datenanalyse und gucken, ob die Daten stimmig sind. Mhm. Und wie genau ist dann, also wie würde jetzt dann so ein typischer Arbeitsalltag von dir aussehen? Hast du immer genau die gleiche Aufgabe, von morgens bis abends, das heißt Daten schön aufbereiten? Oder wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus? Ja, genau. Also so ein typischer Arbeitsalltag, wenn es den typischen Arbeitsalltag bei uns gäbe, glaube ich, hätte ich mir die ein oder andere Falte mal im Gesicht gespart. Aber zum Glück haben wir sehr viel Möglichkeiten, uns sozusagen morgens abzustimmen. Das kann sein, dass wir vom Vortag noch ein Projekt fertig machen müssen oder es ist ganz klassisch auch so, dass bestimmte Manager dann natürlich die Teambesprechung erstmal machen und letztlich ja dann erst feststeht, was man denn tatsächlich an diesem Tag macht. Also das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welcher Phase man in der Transaktion auch steckt. Aber wenn ich sagen würde, so ein typischer Alltag fängt meistens an mit einem kurzen Briefing, mit einer kurzen To-Do-Liste, welche Daten werden sich heute angeschaut, gibt es Deadlines, ne? Also wenn wir dann so Richtung Donnerstag, Freitag kommen, dann heißt es schon so, komm, das müssen wir noch die Woche fertig machen. Das heißt, da werden auch die Abende entsprechend länger. Und dann fängt es meistens an mit der ja, Aufbereitung von den Finanz- und Vermögenszahlen letztlich. Und natürlich ganz wichtig für Praktikanten ist, dass viele Fragen stellen. Also es gibt sehr viele Dinge, die bei den unterschiedlichsten Unternehmen ja auch sehr schwierig sind zu verstehen am Anfang. Und da ist es ganz wichtig, viele Fragen zu stellen. Und ja, manchmal ist es so, dass wir Mittagspause ganz normal machen. Das heißt, gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr dann Mittagessen gehen und ja dann um 14 Uhr, 14.30 Uhr weitermachen bis, ja sagen wir mal, 19 Uhr, 20 Uhr im üblichen Fall. Und je nachdem, wie gesagt, wie der Prozess ist, kann das auch deutlich später werden. Okay. Und jetzt, du hattest es schon ein bisschen angesprochen, das werden To-Dos verteilt und so weiter. Wie genau sind die Hierarchiestufen aufgeteilt und wie sieht so ein Team aus? Also wie viel, also jetzt bezogen vielleicht auch auf dein Team, wie ist das so aufgebaut, wie viele Praktikanten, wie viele Werkstudenten, wie viele Associates, bis hin zum Partner sozusagen? Genau. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass jedes Team zwei Praktikanten hat oder nur einen Praktikanten oder jedes Team zwei Senior Associates oder Associates hat. Aber grundsätzlich ist die Struktur so, dass man in der Regel einen Praktikanten, einen Associate hat, wenn das ein etwas kleineres Projekt ist. Natürlich immer mit der Budgetrestriktion. Also du kannst nicht Unmengen an Leute auf ein Projekt staffen, weil sonst sprengst du natürlich das Budget. Natürlich würde jeder gerne beschäftigt sein, aber das geht natürlich bei manchen Fällen halt einfach nicht.
Und natürlich haben wir dann zwei Associates, die sich dann noch mehr darum kümmern, dass die Arbeit der Associates letztlich gut ist, dass die Arbeit kohärent ist, dass sozusagen das Reporting an den Manager funktioniert. Sozusagen in der Hierarchie ist der Senior Associate quasi für das etwas größere Big Picture zuständig als noch der Associate, während sich zum Beispiel der Associate eher darum kümmert, sich eher mit den Accounting-Themen zu beschäftigen. Das heißt, wie wird eigentlich gebucht in diesem Unternehmen? Welche Analysen sind denn relevant? Welche stehen im Scoping? Beschäftigt sich der Senior Associate mehr damit? Wurde alles erledigt? Ist das alles in Ordnung, um es dann an den Manager weiterzugeben? Und der Manager ist der Projektmanager letztlich, der sich darum kümmert, dass der Kontakt mit dem Kunden aufrechterhalten wird, der dafür zu sorgen hat, dass die Kommunikation mit dem Kunden auch ja, dauerhaft funktioniert, auch spontan funktioniert, dass spontane Anfragen schnell bearbeitet werden können. Und so weiter man in der Hierarchie geht, desto weniger ist mit dem direkten Projektgeschäft wird sozusagen gearbeitet. Das heißt, Senior Manager und Partner sind letztlich die, die am Ende das große ganze Reviewen entscheidende Fragen stellen, gerade so in Sachen ne, Risiko, wurde alles berücksichtigt, gibt es offene Fragen und so weiter. Da ist sozusagen am Ende noch die letzte Kontrolle übrig. Mhm. Und passiert es auch ab und zu, dass du quasi mal Aufgaben hast, wo du sagst, habe ich jetzt nicht so Lust drauf, oder ist eigentlich schon so, dass das eigentlich alles auch irgendwo spannend ist, was du machst? Ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Arbeitstätigkeit der Datenanalyse und Datenaufbereitung und auch ja, das sogenannte Dashboarding extrem viel Spaß macht, gerade für Leute, die sehr zahlenaffin sind, die werden sich dort auf jeden Fall begeistern können. Natürlich ist es so, in jedem Job gibt es irgendwann mal die Stelle, wo man sagt, boah, das ist jetzt wirklich anstrengend, gerade bei Projekten, die etwas länger dauern. Das ist öfters so, dass wenn beispielsweise der Datenraum nicht vollständig ist, wenn die Daten verändert werden, wenn es beispielsweise neue Zahlen gibt und man ein altes Projekt nochmal neu auflegen muss, das sind alles so Themen, wo man denkt, uff, ich habe es doch gerade erst abgeschlossen, jetzt muss ich schon wieder dran. Da muss man viel, viel Motivation mitbringen und auch viel, viel Spaß haben, diese Zahlen, diese Finanzzahlen selbst zu analysieren, ja. Okay. Und wenn du es jetzt mal vergleichst, du hast ja auch andere Sachen im Finance-Bereich gemacht. Was gefällt dir in deiner Tätigkeit, was du jetzt gerade machst, besonders gut? Und was sagst du vielleicht, irgendwas hat mir woanders vielleicht auch ein bisschen besser gefallen? Das wünsche ich gern, dass das mehr in meinem Alltag gilt. Genau, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich war im Banking-Bereich tätig und es ist natürlich ein kulturell großer Unterschied, ob man im Banking arbeitet oder bei den Big Four. Das hängt damit zusammen, dass man vielleicht im Banking, so habe ich es erlebt, eine höhere Hierarchie hat, dass man sich sieht, dass man sehr ja, gewissenhaft seine Aufgaben erledigt im Sinne von, dass da wirklich jemand auch hinter einem steht und sagt, so und so und so will ich das haben. Da sage ich, habe ich in meinem Job das große Glück, dass viel Kompromissbereitschaft herrscht. Das heißt, egal ob du Praktikant bist, egal ob du Associate bist, wenn du eine Idee hast und die scheint plausibel zu sein und die macht für das Projekt durchaus Sinn und du möchtest diese Analyse integrieren, hast du die Freiheit, das auszusprechen und du hast die Chance, dass das am Ende auch im Bericht landet. Das heißt, der Impact eines Einzelnen ist schon deutlich, deutlich höher, als wenn ich das vergleiche mit meinem Praktikas im Banking-Bereich. Mhm. Okay, also du sagst, man kann irgendwie auch mehr bewegen, aber dennoch sind ja die Big Four, sag ich mal, schon sehr große Unternehmen. Ja. Ist es dann auch so, dass man, würdest du sagen, dadurch hast du auch Vorteile? Oder, also es hat ja sowohl Vorteile als auch, genau, auch Nachteile. Also ja. was würdest du sagen, sind jetzt zum Beispiel, wir werden nochmal ein zweites Video machen, über, wo wir wirklich auch mal Arbeitsalltag bei den Big Four vergleichen, mit zum Beispiel bei einer großen Bank, bei einer M&A-Boutique oder so. Jetzt wäre ich mal ganz kurz angerissen, was würdest du sagen, sind so die, spürst du was von den Vorteilen, dass man auch viele andere Abteilungen in diesem Unternehmen hat, auf die man zugreifen kann, oder ist das schon so, dass ihr eher abgeschottet seid und für euch arbeitet? Genau, also das Entscheidende bei den Big Four ist der Punkt Netzwerkeffekte. Das heißt letztlich, dass du die Möglichkeit hast, wenn du in einem bestimmten Themenkomplex, in einem Bereich nicht weiterkommst, dass du die Kollegen zum Beispiel von Capital Markets Accounting Advisory dazu nimmst oder die Kollegen aus anderen Ländern, die sich vielleicht mit der einen oder anderen Tätigkeit mehr auseinandergesetzt haben als man selbst. Also das spürt man schon, dass man selbst ja wie so eine Art Puzzle in einem ganz großen Bild ist und dass diese Netzwerkeffekte am Ende relativ viel Einfluss haben auf das, was wir dem Kunden letztendlich präsentieren.
Und da muss ich sagen, bin ich immer wieder erstaunt tatsächlich, wie weitreichend die Kompetenzen bei den Big Four sind. Wir haben zum Beispiel Leute da, die sind in Deals viel spezialisierter, was die Anwendung von neuen Technologien betrifft. Wir haben Leute da, die sind vielleicht ein bisschen fitter, wenn es um das Thema Accounting nach IFRS, nach US GAAP geht. Da haben wir überall kleine Spezialisten. Was da super interessant ist, ist zum Beispiel die Industrie-Expertise. Also egal, ob das jetzt ein Healthcare-Projekt ist oder ein Automobilprojekt, man hat überall seine Experten sitzen und man kann natürlich auf die Ressourcen zugreifen. Ja, das muss man schon als deutlichen Vorteil sehen, ja. Und würdest du sagen, dein Studium, mit seinem Vivi-Studium, hat dir was gebracht? Also ein bisschen hat es gebracht, aber sagst du so, wie viel Prozent aus dem Studium würdest du sagen, waren für die Tonne im Endeffekt? Ist eine gute Frage, aber ich würde behaupten, dass gerade Themen wie externes Rechnungswesen, gerade Themen wie Konzernrechnungslegung, aber auch einfach mal zu wissen, was ist denn eigentlich der Kapitalisierungszins, auch so Corporate Finance Fächer, kann ich nur jedem empfehlen zu wählen, der sich in dem Bereich sozusagen spezialisieren möchte oder ein Praktikum machen möchte. Ja, auch Marketing ist gefragt. Ja, man sagt ja immer so schön bei uns, Marketing ist ja jetzt eher nur so für die Leute, die dann am Ende auch die dann am Ende auch da landen wollen. Aber tatsächlich spielt das Thema Marketing-Visualisierung, Datenvisualisierung eine sehr fundamentale Rolle in unserem täglichen Doing. Ja, also klar, man wendet jetzt nicht eins zu eins das an, aber sowas wie die Five Forces von Porter oder andere Marketing-Konstrukte, die finden dann schon in der einen oder anderen Commercial Due Diligence, ja, finden statt, ja. Ja, okay, und ich meine, wenn man ein Unternehmen analysiert, da kann man ja auch nochmal aus einer anderen Linse drauf gucken, okay, was machen die denn bisher bereits? Und vor allem, wenn du quasi in der Commercial Due Diligence bist, wo das dann natürlich auch eine Rolle spielt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, man braucht schon gewisse Sachen aus dem Studium. Würdest du jetzt jemanden sagen, der im Transaction Services arbeiten möchte, sei es bei der Big Four, sei es bei einer Bank, wo auch immer, diesen Bereich, würdest du dem immer noch empfehlen, Vivi zu studieren? Weil super oft jetzt in letzter Zeit auch in den YouTube-Kommentaren immer die Frage kommt, David, gibt es denn Investmentbanking in der Zukunft noch? Oder wird das alles von Computern ersetzt? Können wir da vielleicht, dass du da vielleicht ein bisschen was erzählst, wie du das jetzt so wahrnimmst? Hast du Angst, ersetzt zu werden von Informatikern? Meinst du, das wird gar nicht passieren? Wie ist da so deine Einschätzung zu? Ja, das ist tatsächlich eine sehr relevante und spannende Frage, weil man sich, genau wie du richtig sagst, man beschäftigt sich auch selbst damit. Der Berufsstand ist sozusagen im Wandel. Als ich vor 1,5 Jahren angefangen habe, war das große Thema, bring Hard Skills mit, das ist so wichtig, gerade Excel Skills, du musst deine Sum-Ifs können im Schlaf, du musst dein Index-Match-Match können, die ganzen Funktionen sollten schon in deiner DNA übergehen. Ja, und wenn ich mir heute das Ganze anschaue, sehe ich, okay, es geht weiter. Ne? Es gibt neue Datenanalyse-Software, zum Beispiel wie Tableau oder Qlik oder Power BI. Es gibt Excel-Funktionen, die ich bisher in meinem Studium auch nie gekannt habe, wie die Datenmodellfunktion und Power Pivot. Aber es gibt auch weitreichendere Programme wie Alteryx zum Beispiel, die uns in unserem täglichen Arbeitsalltag extrem helfen, wo aber natürlich auch eine gewisse IT-Affinität natürlich am Tag liegt. Ich glaube, wenn man noch mal 1,5 Jahre zurückgeht, dann war der Schwerpunkt darauf, hast du die Zahlen verstanden? Kannst du das gut interpretieren? Ist das schön aufbereitet? Hinzu heute, okay, wir haben IT-Lösungen, wir können das Ganze noch viel besser visualisieren als sonst. Wir können dem Kunden noch einen viel höheren Mehrwert schaffen, indem wir die Daten noch besser aufbereiten als damals. Und da muss man sich schon fragen, also wo geht das Ganze hin? Meine Meinung dazu ist eigentlich, ganz, ganz deutlich, du hast immer den Kundenkontakt letztlich, du brauchst immer auch das Vertrauen, das menschliche Vertrauen. Natürlich kann man am Ende vielleicht alles in eine Maschine reinstecken und am Ende kommt ein super Dashboard raus und man kann zum Beispiel bei Tableau eingeben oben, wie viel Umsatz wurde im Land X zum Zeitpunkt Y erwirtschaftet. Das ist alles schön, das ist alles gut, aber es muss Leute gehen, die dahinter stehen, die das System verstanden haben, die aber auch die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse mitbringen. Das heißt, sowohl IT als auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse werden in Zukunft immer gefragt sein. Ja, das ist auch meine Einschätzung. Also ich meine, IT wird schon immer wichtiger. Es ist quasi schon so, dass du heute oder sagen wir mal in 10 Jahren mit einem sehr guten Informatikstudium bessere Möglichkeiten haben wirst, als du es mit einem sehr guten Informatikstudium vor 20 Jahren gehabt hattest. Das wird immer gefragt, aber es gibt natürlich auch mehr, die studieren. Von dem her
wiegt sich das auch wieder so ein bisschen auf. Und es ist natürlich auch der Fall, dass früher BWLer vielleicht nochmals gefragter waren, als sie es in 20 Jahren sein werden. Aber dennoch wirst du immer sehr gute BWLer brauchen. Also das ist quasi, es nimmt sich nicht so. Es ist immer gut, wenn man quasi auch offen ist für solche Sachen. Wenn man vielleicht mal auch ein Informatikmodul integriert ins Studium, ja, auch vielleicht mal Wirtschaftsinformatik im Master macht oder sonst was. Oder auch im Bachelor, sage ich mal, ich würde es nicht ausschließen. Aber ich finde wichtiger ist, dass man halt wirklich auch in die Richtung geht, die einen interessiert. Und wenn man da sehr gut ist, dann wird man immer was Gutes finden, ist so meine Einschätzung. Genau, genau. Ich würde auch ganz klar empfehlen, sich da frühzeitig auch mit zu beschäftigen, sich diese IT-Skills anzueignen, gerade für die Leute, die vielleicht ganz ja, am Anfang des Bachelors schon stehen, zu gucken, okay, wie kann ich denn ja, meine IT-Skills sozusagen aufbereiten, weil ich glaube, bei euch an der Goethe, genauso wie bei uns an der JGU, ist es manchmal so ein bisschen, ja, es wird angeboten, ja, aber es ist halt kein einzigen Kurs. Einmal so ein Wirtschaftsinformatiker-Pflichtfach. Also es gibt dann die Möglichkeit, das zu machen, aber es ist nicht integraler Bestandteil. Und ja, man kann sagen, da sind andere Hochschulen vielleicht viel weiter, aber es liegt an euch. Also schaut euch die Skills an. Es gibt sehr gute YouTube-Tutorials, es gibt auch gute Coaching-Programme wahrscheinlich, die das mit sich bringen. Und ja, da kann man sich sehr gut fortbilden. Ja, ja, genau. Wenn wir jetzt mal vielleicht auch so ein bisschen auf die Auswahlkriterien, so das Thema auch so ein bisschen anschneiden, weil es war eine Frage, ich habe davor auf Instagram ja so ein Q&A auch gemacht, wo super viele Fragen kamen. Und die häufigste Frage war auch so ein bisschen darüber sprechen kannst, was dann Praktikanten oder Festeinsteiger denn bei euch mitbringen würden. Also was beobachtest du da immer so, was würdest du sagen, mit was für einem Profil sollten sich die Leute bewerben? Genau, also die Profile sind eigentlich immer sehr verschieden. Also das hängt damit zusammen, dass wir ja nicht unbedingt immer den Prototyp BWLer bei uns sitzen haben, sondern auch Wirtschaftsingenieure, Leute aus MINT-Fächern. Das ist schon sehr diversifiziert, was die Studienrichtung betrifft. Was die praktische Erfahrung betrifft, ist doch schon zu erkennen, dass natürlich so eine, sagen wir mal, Steuerberatung, vorige Wirtschaftsprüfungserfahrung, vorige M&A-Beratung, Strategieberatung und so weiter auch sehr honoriert wird, sehr gut angesehen wird. Das heißt, wenn ihr ein Praktikas vorweist, das muss nicht unbedingt die Top-Strategieberatung sein, sondern das kann auch, sage ich mal, die Müller GmbH Steuerberatung in Büttelborn sein. Das muss nicht ein Top-Haus sein, aber zumindest, dass man zumindest ein Basics hat, die man letztlich in seiner praktischen Tätigkeit dann anwenden kann. Das würde ich so bezüglich des Backgrounds sagen, aber ganz wichtig, gerade bei Projektteams, ist der Cultural Fit. Also, dass Leute da sind, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann, im Sinne von, die sind lernbereit, die sind intrinsisch motiviert, wie du so gerne sagst, die diese ganzen Themen mitbringen, was es bedeutet, viele Fragen zu stellen. Und da merkt man auch im Interview relativ häufig, wer da Begeisterung mitbringt für das Thema, was ist denn so eine Due Diligence, wie ist die so aufgebaut, was sind da für Themen, und ja, sich auch ein bisschen auch in den Interviews inhaltlich auch ein bisschen vorbereitet. Das ist natürlich klar, es gibt einen Case, das ist auch kein Gerücht, und ja, da sollte man sich schon mit der Materie etwas auseinandergesetzt haben. Okay, und was, also ich meine, du warst jetzt, ja, du bist da auch reingekommen im Endeffekt, ne? Du warst dann dort 1,5 Jahre, hast du gesagt, ja, als Praktikant, dann als Werkstudent. Also du warst erst im Praktikum, genau, dann Werkstudent, das heißt, du hast im Praktikum ganz gut performt, jetzt steigst du fest ein. Genau. Das heißt, man war wahrscheinlich ein bisschen zufrieden auch mit deiner Arbeit, kann man so sagen. Sonst hätte man dir das nicht immer angeboten. Genau. Insbesondere in der aktuellen Phase, ne? Wo man ja auch hört, dass viele Stellen auch dann nochmal gestrichen wurden und so weiter. Das heißt, du hast auf jeden Fall was richtig gemacht. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, jetzt vor allem spezifisch vielleicht auch auf die Big Four, wie kann man da das Maximum aus seinem Praktikum herausholen, um dann quasi, also ich glaube, alle Big Four haben ja quasi, die heißen natürlich immer ein bisschen anders, aber ja nochmal ihre Programme, wo die Leute danach eingeladen werden, wenn sie gut performt haben und so weiter, wo man dann ein Auslandspraktikum mitmachen kann und so weiter. Wie würdest du da empfehlen, vorzugehen, um sowas mit maximaler Wahrscheinlichkeit zu bekommen? Sag ich mal, abgesehen von den Standardsachen, dass man sich davor in Excel, PowerPoint gut einarbeiten soll, dass man da gut fit ist. Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, um diese Schritte zu gehen, von Werkstudent zu Festangestellter oder generell irgendwo bei der Big Four einzusteigen, ist die große Relevanz, dass man thematisch da drin sein soll, in den M&A-Prozess sehr gut verstehen soll, vielleicht oder den einen oder anderen Kundenkontakt schon mal gehabt haben, wo man natürlich auch bei den Big Four weiß, okay, diejenige Person hat da schon mal mit einem Kunden gesprochen, den können wir auch nach draußen uns vertreten lassen, das ist ganz
ganz wichtig. Wie du schon richtig sagst, es gibt unterschiedliche, es gibt Trainee-Programme, die sehr spannend sind für Leute, die den gesamten Deals-Prozess noch erfahren möchten, und es gibt Direkteinstiegsmöglichkeiten. Das hängt natürlich davon ab, wie ihr auch wahrscheinlich in eurer bestimmten Abteilung dann performt, ob die sagen, ja, wir empfehlen dir da eher das Trainee-Programm oder wir empfehlen dir, bei uns direkt einzusteigen, du bringst die geballte Kompetenz mit, das macht schon Sinn, ja. Okay, also da offen sein sozusagen, genau. Und schauen, dass man sich auch diese intrinsische Motivation im Endeffekt zeigt. Und wird es dann immer angeboten oder sollte man das auch von sich suchen, irgendwie solche Gespräche? Genau, es ist eine riesen, Big Four sind Riesenunternehmen. Und als Praktikant, ich habe super viele Praktikanten erlebt in der Zeit bisher. Und natürlich, jeder Praktikant hat seine Story, hat seinen Background und auch seine Motivation, wie du sagst. Aber ganz entscheidend ist, sprecht es aus, sagt, was ihr wollt. Ja, ihr wollt fest einsteigen, dann kommuniziert das. Das Wichtigste ist in solchen großen Firmen zu sagen, hey, ich bin hier und ich würde gerne bei euch bleiben. Ich finde das echt cool, was ihr macht. Wie können wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Und meistens kriegt man aus solchen Gesprächen dann raus, okay, wie ist denn eigentlich der Personalbedarf bei uns? Du möchtest einsteigen? Ja, cool, können wir machen. Das geht dann auch relativ schnell. Das ist der große Vorteil, wenn man schon mal drin ist. Also das ganz Wichtige ist, nicht darauf zu warten, sondern rechtzeitig anzusprechen. Also sich selbst proaktiv drum kümmern, genau. Da das rauszuholen. Ja. Aber das ist auch sonst ja der Mindset hier auf diesem Kanal, dass man da nicht irgendwie darauf wartet, dass man irgendwie teilweise habe ich das Gefühl, die Leute denken so, man studiert halt so vor sich hin und danach kommen dann bei der Graduation Feier kommen dann 50 Personale, die alle sagen, hier wollen sie unterschreiben, so läuft es halt nicht ab, ne, ihr müsst quasi euch holen, was ihr holen könnt, so. Man hat super viele Möglichkeiten, man muss halt nur machen, ne. Genau, ja. Von dem her auch da nochmal meine Empfehlung, sage ich mal, also es gibt so viele Leute, die quasi einfach, ich meine, du bist jetzt auch mega happy mit deinem Job, oder? Ja, klar. Aber das findet man halt nicht mit dem allerersten Praktikum. Du hattest da vorher auch schon ein paar, oder bei dir, das war jetzt schon relativ immer noch, du hast dann gesagt, okay, ich habe jetzt was und dann bist du da geblieben. Aber quasi dadurch, dass du ja noch Zeit in deinem Studium hattest, wenn es dir nicht gefallen hätte, hättest du auch nochmal was anderes ausprobieren können. Genau. Du hättest nochmal eine andere Big Four vielleicht auch mal machen können oder nochmal in die Industrie oder so. Und deshalb ist halt wirklich, Leute, nochmal der Appell so, damit ihr halt auch so mal hyped irgendwie über euren Berufsalltag erzählen könnt in einem YouTube-Video irgendwann mal oder sonst was, dass ihr dann nicht denken müsst, so, ich will eigentlich gar nicht erzählen, was ich so den ganzen Tag mache, weil es irgendwie voll kacke ist. So. Nehmt euch die Zeit, macht Praktika, um herauszufinden, wofür ihr wirklich brennt. Das ist so, sag ich mal, mein Appell noch aus diesem Video. Genau. Ansonsten, Janik, vielen, vielen Dank nochmal für das Interview, war richtig geil. Ich hoffe, ihr honoriert es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Dein LinkedIn-Profil blendet mal unten ein. Genau, das heißt, wenn ihr da nochmal irgendwelche spezifischeren Fragen habt, schreibt dem Janik gerne. Ich denke mal, so Netzwerken ist immer ganz gut. Und dann freuen wir uns, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Viele Grüße, dein Janik. Ciao.